Mit diesen Meeresstaubsaugern will der Erfinder Yvon Bognon dem Plastikmüll in den Meeren der Welt den Kampf ansagen. Seine Katamarane sollen Plastik aus dem Meer aufnehmen, diesen dann sortieren und ihn anschließend schmelzen, wodurch dann Gas erzeugt wird. Das Gas wiederum treibt eine Turbine an, die Strom für das Boot erzeugt. Damit würden die Boote fast energieautark über die Ozeane segeln und etwas gegen die menschengemachte Meeresverschmutzung tun. Bougnon, ein französischer Skipper und ehemaliger Profisegler, der für das Projekt die NGO Sea Cleaners gegründet hat, sagt, dass mit 400 Booten ein Drittel des gesamten Plastikmülls entsorgt werden könne. 2060 wird es dreimal so viel Plastik in den Meeren geben. Die Arme zu verschränken und zu sagen, nein, wir machen nichts, wir lassen es, wir konzentrieren uns auf das Festland und lassen den Müll im Meer, ist also völlig unverantwortlich. Heute sind es 1,5 Millionen Seevögel und Meerestiere, die jedes Jahr getötet werden. In 30 Jahren werden es wahrscheinlich 5 Millionen sein. Der Prototyp, der ab Ende 2021 gebaut werden soll, ist 56 Meter lang. Das Boot hat Solarzellen auf dem Bootsdeck montiert, sowie Hightech-Segel und Windturbinen. Laut Bougnon könne der Katamaran zu 70% energieautark arbeiten. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.